Hallo und willkommen zurück zu Minecraft Core. Wie ihr im Hintergrund sehen könnt, ich habe jetzt das Baumhaus mal so ein bisschen mit Emerald Leaves ausgestattet. Ja, die Leaves gehen teilweise auch kaputt, weil es halt nicht deren Holz ist und ich glaube, das ist auch normal so. Aber ich finde es so erstmal ganz, ganz schick und das würde ich jetzt erstmal als abgehakt bezeichnen, das Projekt. Ich habe mir jetzt ein neues überlegt und zwar würde ich gerne eine Schmiede bauen, also so eine kleine richtige Schmiede, nicht nur so eine, also nicht nur, dass man die Tinkers Schmiede hat, sondern dass man, auch hierhin, genau, dass man so ein kleines Schmiedehaus macht. Also die Jungs, die kümmern sich sehr viel um die Technik und ich dachte, dass ich mich da ein bisschen darum kümmern kann, dass wir alles ein bisschen schön aufbauen. Debitor hat auch gesagt, er will demnächst mal über die Insel fliegen, will sich mal alles angucken und aus diesem Grund möchte ich hier tatsächlich noch ein bisschen was verschönern und verbessern. Und deswegen bauen wir jetzt eine kleine Schmiede. Ich habe mir noch nicht ganz überlegt, wie ich die genau bauen möchte. So eine Villager-Schmiede, da habe ich jetzt nicht wirklich Lust drauf, muss ich sagen. Die ist mir ein bisschen zu langweilig, sage ich mal. Aber es soll auf jeden Fall so eine Art offene Schmiede werden. Vielleicht sollte ich demnächst die Schaufel benutzen, geht das ein bisschen schneller. So eine Art offene Schmiede werden, dass man da halt reinlaufen kann und nicht so ein richtiges Haus hat, sondern eher so einen Unterstand. Und dass dann da unsere Tinkers-Schmiede quasi drin ist. Das ist jetzt erstmal so der Plan. Mal gucken, wie ich das umgesetzt bekomme. Terraform jetzt hier nochmal eben mir so ein bisschen mehr Platz. Ich würde die nämlich gerne hier hinten hinstellen. Und damit das Ganze nicht so ganz so doof aussieht, muss ich natürlich die Insel auch direkt ein bisschen anpassen. Und das mache ich jetzt eben und dann sehen wir uns gleich wieder. So, das soll der Platz der Schmiede sein, hier direkt neben den Bäumen quasi. Machen wir mal eben noch das Loch zu. Sehe ich da potenziell eine Gefahr für mich, einfach runterzufallen, weil ich den Erdscham nicht dauerhaft aktiviert haben möchte eigentlich. Machen wir hier mal kurz noch zu. Bauen kann hier ja dann auch nichts mehr, das ist ja dann quasi eben mit dem, mit der Insel. So, dann haben wir das nämlich hier mal fertig. Dann mache ich das hier noch eben kurz gleich. Anpassen müssen wir die Insel sowieso noch, denke ich. Das sieht nämlich sonst ziemlich doof aus. Und dann machen wir das erstmal so. Okay, dann würde ich sagen, holen wir uns mal die Ressourcen, die wir brauchen und essen mal einen Happen. Die Schmiede hier würde ich komplett einmal abbauen wollen. Mache ich jetzt auch einfach mal. Teilweise werden die Sachen wahrscheinlich in die Chest fallen. Mit. Teilweise wird es, wie gesagt, wird's reinfallen. Zack, zack, zack. Nehmen das alles mit. Die Hopper zum Beispiel können wir auch mitnehmen. Und hier wird auch noch was reingefallen sein. Das nehmen wir auch mit. Und da unten ist der Tank. Den brauchen wir natürlich auch. Und dann würde ich sagen, siedeln wir die erstmal um und bauen um die Schmelze herum dann unsere Schmiede auf. Einfacher, als wenn wir erst die Schmiede machen und dann passt die Schmiede. Und zwar würde ich die trotzdem, glaube ich, in einem 3x3-Feld lassen, weil es ein bisschen breiter ist. So. Und die zum Ausgießen, die sind aber wir haben sogar zwei Dragons.
heißt, wir können hier den Drain da drain. Mal noch eine Runde rum. Und das war richtig doof, weil das ist alles ein Stück weit, nach. War jetzt richtig intelligent. Ich habe mich gerade gewundert, so, hä? Ergibt Sinn, dass das nicht funktioniert. Dann muss es kurz vertan. Schmiede läuft, das heißt, wir können das tatsächlich so machen. Ich habe jetzt extra mal Sachen ein weiter nach unten gepackt. Oder vielleicht sogar hier zwei Basins und ein Table. Gucken. Mal einfach noch ein Casting-Table machen. Wo sind denn die Pfosten? Eins, zwei. Können noch Faucets machen. Zwei Stück. Set. Haben wir sogar noch ein. Get Bricks. Jawohl. Wenn mich nicht alles täuscht, war es so, ja. Die kann man leider nicht mehr umcraften. Sprich, wir brauchen definitiv noch ein bisschen Groot. Haben wir noch Groot vielleicht? Wir haben sogar noch Groot. Das heißt, wir werden jetzt mal kurz ein bisschen Groot schmelzen und vorbereiten. Jo, das war richtig gut. Zack und zack. Und dann werden wir uns nämlich noch einen weiteren Table hier machen. Dass wir an jeder Seite quasi ein Table und ein Basin haben. Die Tinkers-Sachen werden wir alle hier drüben aufbauen, alle so nebeneinander. Können wir jetzt eigentlich auch schon mal holen. Ich hatte die ja erst hier hingepackt, aber da machen die halt überhaupt, also da ergeben die keinen Sinn. Das ist halt irgendwie Quatsch. Pattern Chest. Ja, wir müssen das jetzt alles von unten holen. Wir haben eine Tool Forge schon, das heißt, wir brauchen die Crafting Station ja eigentlich nicht. Ärgerlich, jetzt bin ich wieder reingefallen. Lieber es. Nachher alles. Huch, war mega leck. Muss ich nachher reinmachen. Dann haben wir noch den Chest Builder, den können wir eigentlich auch dahin stellen. Obwohl, den lassen wir mal hier. Stencil Table nehmen wir mit. Den nehmen wir auch mit. Und das ist nur ein Furnace. Den hatte ich nur dahingestellt, weil ich keinen Platz mehr hatte. Gut, müsste mittlerweile soweit durchgebrannt sein, dass wir da auf jeden Fall ein Table draus machen können. Wenn ich mich recht entsinne, war es einfach so. Jawohl. Und dann haben wir nämlich zwei Table und zwei Basins. Das heißt, wir können ordentlich was rausgießen. Was wir jetzt noch machen, einmal hochstacken und hier noch eine Lage drüber. Oh, drüber bitte. Noch eine Lage drüber, dass der ein bisschen größer wird. Und das können wir noch beliebig weiterspinnen, weil wir jetzt noch ein bisschen Bricks machen. Und das werden wir auch noch beliebig weiterspinnen. Jetzt haben wir hier die Reihenfolge. Das ist bei mir immer so die Sache. Also, Forge, dann haben wir hier den Stencil Table, Pattern Chest und jetzt kann man drauf zugreifen, oder? Ja. Aber so richtig die Reihenfolge. Ah doch. Das ist okay. Ich glaube, so eine richtige Reihenfolge gibt es da auch nicht, oder? So sieht es eigentlich ganz cool aus. Dann haben wir hier die Tool Forge. Genau. Und den Rest machen wir. Dann machen wir uns noch ein paar so davon. Jetzt Bricks haben wir sogar noch 12. Dann haben wir es schon geschafft. Und ja, wir sollten hier jetzt mal wieder auslaufen, weil haben wir ein Problem in der Nacht. Ich gehe dann auch wieder pennen. Auch wenn wir jetzt alles ausgeleuchtet haben. Und dann würde ich sagen, baue ich mal eben so alles, wie ich mir das vorstelle. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich.
So, das Grundgerüst der Schmiede steht. Ich bin noch nicht hundertprozentig zufrieden, aber an sich finde ich, sieht das gar nicht so schlecht aus. Ich werde wahrscheinlich mit dem Eisschüssel jetzt mal gucken, was man noch so für Details da reinmachen kann, wenn man jetzt die Bricks nimmt. Weil da kann man nämlich auch so Cracked Bricks nehmen oder Mossy Stone Bricks. Fände ich, glaube ich, ganz geil, wenn man das benutzen könnte. Dafür möchte ich aber nur einen haben. Genau, dann kann man nämlich hier so ein bisschen Detailarbeit reinlegen. Was eigentlich ganz geil ist. Deswegen mag ich auch Chisel & Bits und Chisel allgemein. Weil man da einfach noch so ein bisschen rumspielen kann mit den verschiedenen Sachen. Und ich finde, das sieht immer gleich direkt besser aus, wenn man die einfach so ein bisschen verändert, die Sachen. Genauso wie... Nicht verändert. Genau, also das ist jetzt so das Grundgerüst und dann habe ich überlegt, in welcher Form ich das Dach machen will. Möchte ich es lieber so als Brick Stairs nehmen? Finde ich, würde jetzt aber nicht so passen, deswegen würde ich einmal schauen, was es Stairs gibt. Uff, was natürlich ziemlich geil wäre, wären Nether Brick Stairs. Nether Brick Stairs würden sehr, sehr gut passen zu einer Schmiede, weshalb ich mir, glaube ich, tatsächlich ein bisschen Netherrack haben würde dafür. Deswegen probieren wir Nether. Wie viel haben wir denn Netherrack? Wir können uns natürlich Netherrack auch herstellen, was natürlich noch einfacher ist. Und dann würde ich nämlich das einmal auf. Und zwar. Nope, es war wieder falsch rum. Also ich vertausche dauernd die Rezepte. Das müssen wir die nämlich alle erstmal schmelzen. Wir haben hier so ein bisschen Cleanstone gerade gebraten, weil wir von Cleanstone auch nicht mehr besonders viel haben. Und da können wir jetzt die ganzen Netherrack-Sachen mal reinmachen. Und dann können wir aus den Bricks Stairs herstellen und wenn die dann fertig sind und wir so ein paar Stairs hergestellt haben, sehen wir uns gleich und schauen mal, was wir damit so anstellen können. Ich finde, es passt ganz gut. Ich wollte trotzdem mal gucken, ob wir mit dem Eischüssel, ja, ich mag den Eischüssel, ob wir damit irgendwas Cooles uns zusammenbasteln können aus dem Netherrack. Da gibt es nämlich ziemlich coole Sachen. Die Stairs jetzt nicht, aber zum Beispiel die Netherbricks finde ich unglaublich cool. Genauso wie diese Netherbricks. Das heißt, wir können theoretisch später auch noch ein bisschen aufmotzen, indem wir hier so ein paar Netherbricks einarbeiten. Fände ich persönlich ziemlich nice. Mal gucken, inwiefern sich das umsetzen lässt. Aber so an sich finde ich, passt das ganz gut und es brennt hier fleißig vor sich hin. Ich werde wahrscheinlich noch ein bisschen brauchen, um das alles zu brennen. Deswegen würde ich sagen, sehen wir uns dann gleich wieder. Freunde, oh Gott, ich habe jetzt super lange gespielt, 163 Minuten habe ich nur noch, aber die Schmiede ist soweit erstmal fertig. Da kommen natürlich noch ein paar Feinschliffe dazu, aber ich habe jetzt schon so ein paar Details hinzugefügt, zum Beispiel, weil ich diese Bricks halt super geil finde. Oh, die sollte ich vielleicht noch wegmachen, die waren nur zum Bauen da. Weil ich diese Chisel Bricks halt so cool finde, habe ich mir überlegt, dass ich da so eine Art Schornstein draus mache, der dann nach oben geht. Und den seht ihr jetzt hier und habe dann darunter einfach mit Netherrack gearbeitet, das angezündet und jetzt ist unsere Schmiede quasi auch aktiv mit Feuer. Ist ganz cool. Ich hoffe, euch gefällt das auch. Ich finde das eigentlich mal ganz, ganz schick, wenn das so ein bisschen, wenn da so ein bisschen Detailarbeit mit hintersteckt. Jetzt bin ich noch am Überlegen, wo ich diese ganzen Furnaces hinpacke. Eigentlich könnte ich die hier an die Wand bringen und dann einfach dafür Auswahlgedöns, Einzel, so.
Und dafür dann quasi kein Fenster hier in die Schmiede mach. Also Fenster in Schmieden, weiß ich auch nicht, ob das so realistisch ist. Ich glaube, ich versuche das einfach mal und stelle die ganzen Furnaces hierher und dann sind wir auch schon fertig mit der Schmiede. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 1. Ich glaube, so lasse ich das. Ich glaube, so ist das ganz nice. Lege ich noch die ganzen Kohle-Dinger hier rein. Damit wir auch immer genug schmelzen können. Ich habe auch gerade überlegt, weil das dauert ja schon immer ziemlich lange in diesen Kohleöfen, dass ich demnächst mal mit Mystical Agriculture anfange. Damit wir dann, auch dafür ist leider nichts mehr da, dann nehmen wir uns das hier auf, dass wir dann in der nächsten Zeit auch ein bisschen schneller alles bauen können. Und ja, das ist die Schmiede. Ich hoffe, sie gefällt euch. Mir gefällt sie eigentlich ganz gut. Wir haben hier einen Weg in die Schmiede. Von den Bäumen wieder aus. Das heißt, wir können noch bis hierhin auch ein paar Bäume wachsen lassen, falls wir noch welche finden, die wir brauchen könnten. Und ja, dann bedanke ich mich, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, ihr habt immer noch Spaß an Minecraft Core. An sich ist das Projekt ja eine ziemlich coole Sache und dann sehen wir uns wahrscheinlich das nächste Mal dann im Stream auf twitch.tv/Floki. Schaut bei den anderen vorbei, vor allem bei Poppy und bei Baloui. Wir bauen ja hier dann weiter und bis dahin bin ich erstmal raus und sage tschüss.